Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. So, Wasserkrise hat sich nicht, wir sind wieder leicht nach oben gegangen. Tja. Kriminalität, da sind wir jetzt glaube ich, tatsächlich drunter. Und das Zeugenschutzprogramm, naja, das ist jetzt auch ausgereizt. Also ich hoffe, das reicht, um das da zu beenden. Hier sind wir immer noch am Steigen bei der Gewalt gegen Roboter. Und hier haben wir es gedreht. Ja, es geht weiter stetig nach unten. Das ist schön. Und dann können wir auch die Körperschaftssteuer wieder ein paar wenige Prozentpunkte hochnehmen. Ja, noch sind wir nicht so weit. Wir sind noch weit vom Stoppauslöser entfernt, ne? Aber wenn wir dann da sind, ja. Das war nur eher die langfristige Planung. Wir sind wieder in einem Überschussbereich. Wir haben nur 4 Milliarden Überschuss, aber wir haben 4,7 Milliarden Überschuss. Das ging erstaunlich schnell. Ja. Jetzt würde ich direkt, also Water Shortage ist so, wir sind so kurz davor. Transport. Ich würde tatsächlich gucken, ob wir was bei Wirtschaft finden können. Guck mal, die Green Electronics Initiative, hatten wir die nicht vorhin schon? Da hatten wir mal drüber gesprochen, das stimmt. Kostet relativ wenig, ist teuer, was die Einführung betrifft und Implementierungszeit ist 6 Quartale, aber trotzdem ist es eine gute Sache. Mhm. Finde ich auch. Auf jeden Fall sollte sich das auf Wasser auswirken. Genau, das hoffe ich auch. Ja, dann machen wir das doch mal. Es wirkt sich auf die Energieeffizienz aus und negativ auf die CO2-Emissionen. Das ist schon mal schön. Ich würde das ein klein bisschen hochziehen, aber nicht wirklich viel. So vielleicht. Ja, das gefällt mir gut. Okay. So, was noch? Jetzt haben wir noch 13. Damit können wir ein wenig... Wir könnten uns jetzt die mittleren Einkommen nochmal angucken und einfach mal überlegen, was wir für die noch tun könnten. Also, das ist die Meinung der mittleren Einkommen. Die mittleren Einkommen sind auch... Das sind mittlere Einkommen, okay. Die sind leicht gefallen. Einkommensteuer, Vermögenssteuer, Bahnermäßigungen wirken sich ganz leicht positiv aus. Umsatzsteuer, Universitätsstipendien wirken sich positiv aus. Private Gesundheitsversorgung ein bisschen negativ. Privatwohnungen ein bisschen negativ. Ja, Löhne. Und der Lebensmittelpreis. Ich freue mich übrigens, dass die Bahnermäßigungen hier angekommen sind. Ja, finde ich auch. Da könnten wir gucken, ob wir die nochmal erhöhen. Mhm. Weil die haben wir... Es wird sich sicherlich auch auf die kleinen... Oh, können wir nicht. Wir sind so gut. Da sind wir volles Met reingegangen. Zu Recht, wie sich herausstellt. Tja, ich hätte jetzt so noch als Idee, wir haben diese grünen Sachen eingeführt, ich würde jetzt mal, was ist das hier unten eigentlich? Arbeitsrechte, nee, ich wollte, wo sind die landwirtschaftlichen da? Agrarsubventionen. Ich dachte, das würde irgendwo auf die Wasserknappheit direkt Einfluss haben. Hat es aber leider nicht. Ob wir da nochmal dran drehen sollten. Wir könnten sie nochmal so ein Stück weit hochdrehen, um den Lebensmittelpreis zu beeinflussen. Der ist aber nicht so signifikant, finde ich. Nee. Für den Preis, der dann damit verbunden ist. Wirklich wenig. Was war... Also,
Wo sind wir? Landwirte? Es ist auch wirklich ein Stück weit einfacher, so ein Land, in unserem Falle neu aufzubauen, als das dann zu halten und kontinuierlich immer daran zu arbeiten und diese Einzelbereiche immer abzustützen. Ja. Das erste Jahr war einfacher. Ja, auf jeden Fall. Ne? Jetzt gehen uns langsam die neuen Sachen aus, die man, jetzt müssen wir anfangen, Sachen hier anzufassen. Und das ist halt sehr, sehr viel. Da muss man sich erstmal durchwühlen. Ja, doch. Ja. Mit so vielen Folgen, die teilweise intendiert, teilweise nicht intendiert sind. Ja. Bussubventionen. Ja, die könnten wir noch mal ein Stück hochnehmen. Aber wie gesagt, dann haben wir halt wieder das Kapitalismusproblem. Und ja, wir wollten ja das nicht noch verschlimmern. Ja, die Autofahrer geht noch gut. Der Kapitalist findet wirklich viel doof. Auch Kulturförderung. Ja. Kulturförderung findet er auch doof. Tja, mittlere Einkommen, ja. Die Vermögensteuer, Einkommensteuer und Erbschaftssteuer. Da könnten wir maximal noch mal in diese einzelnen Steuerpakete reingucken. Ob wir mit wenigen Prozentpunktänderungen vielleicht schon was bewirken können. Vermögensteuer? Also ich setze nochmal zurück. Ich gehe jetzt mal... Ich senke mal 4 Milliarden... Quasi 4 Milliarden weniger Einnahmen. Was bringt uns das? Die Pensionierten haben eine bessere Meinung von uns. Die Reichen kaum. Mittlere Einkommen haben eine bessere Meinung. Achso, nee, das hier oben ist die Meinung. Das ist manchmal so ein bisschen mittleres. Nee, mittlere Einkommen ist die Meinung. Mittleres Einkommen ist das Geld. Also hier hat es Auswirkungen auf das Geld. Tatsächlich. Und da oben auf die Meinung. Oder? Nee, hier hat es Auswirkungen. Mittlere Einkommen. Ich setze mal zurück. Mittlere Einkommen ist die Meinung. Genau. Und das hier ist... Das heißt auch mittlere Einkommen. Das andere mittleres Einkommen. Ja, genau. Und ich suche das gerade. Ah, mittleres Einkommen ist die Meinung. Und mittlere Einkommen ist tatsächlich das Geld. Also mittlere Einkommen ist tatsächlich das Geld und das ist nicht wirklich viel. Wenn ich um 4 Milliarden runtergehe, ist das eine Veränderung von 1,2%. Also die Meinung ist natürlich, wird deutlich besser, aber... Die Gleichberechtigung steigt. Sinkt. Ach, die sinkt. Ja, ja, hier das... Ich bin verwirrt. Steuergesetzgebung. Holla, die Waldfee. Ja. Weil sich ja, wir haben ja mehrere Einzelsteuern, über die wir jetzt gerade nachdenken. Die Einkommenssteuer, wir haben die Vermögenssteuer, ich glaube, die Erbschaftssteuer war das dritte, richtig? Ich setze das mal hier zurück. Also hier mittlere Einkommen, Einkommensteuer und Erbschaftssteuer, genau. Erbschaftssteuer haben wir schon. Können wir im Moment nur senken. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Mittleres Einkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für Steuer noch wach genug bin. Ja, wir haben die Wahl gut überstanden, würde ich sagen. Wie spät haben wir eigentlich? Oh, es ist 11:30. Es ist kurz vor 11:30. Wir haben noch 13 Kapital. Ich würde jetzt sagen, wir machen, wir gucken noch mal, was wir uns vielleicht leisten können. Wir haben Überschuss und das hier ist... Das ist auch eine Förderung für kleine Unternehmen, aber es wird zu Hause Zeug gemacht. Ich hoffe, dass es einfach auch Wasser spart, Home Fabrication Grants. Oder wir könnten Eco-Home Regulation machen, aber das ist nicht so cool.
Ja, zumal wir vorhin schon die Hypothekenkrise noch nicht so richtig überstanden haben, glaube ich. Ja. Da wäre ich noch ein Stück weit vorsichtig, was Regulierungen betrifft in dem Bereich. Bei den Home Fabrication Grants, vom Prinzip verstehe ich das und finde das auch irgendwie gut. Aber irgendwie erinnert es mich auch so ein bisschen an die an Geschichtsunterricht und französische Wirtschaft und wie Menschen zu Hause gearbeitet haben, anstatt in der Fabrik. Also ich weiß nicht warum, aber das ist so das... Ist ein rotes das, Tuch, sagst du? Nee, nicht rot, aber es, ich merke es zumindest und das fällt mir zumindest ein. Aber ich bin offen für Argumente. Es ist, tatsächlich passt es einfach nur gut in das, was wir noch an Kapital haben. Ansonsten hätte ich jetzt in öffentlichen Dienst noch mal reingeguckt. Mhm. Hier habe ich... Compulsory Food Labeling, also das ist jetzt, wir haben keine Fettleibigkeit, kein Fettleibigkeitsproblem mehr und das ist quasi die Warnampel auf Lebensmitteln übersetzt. Organspenden. Ja, grundsätzlich ist Organspenden richtig und wichtig. Das ist tatsächlich eine Sache, über die wir uns nicht streiten müssen. Nur wenige würden nicht zustimmen, dass die Organtransplantation eine erstaunliche Technologie ist, aber sie bedarf zahlreicher Spender. Leider ziehen nur wenige Menschen dieses Thema in Erwägung. Für einige liegt die beste Lösung in einem Ausstiegsprogramm, bei dem die Zustimmung zur Spende angenommen wird, außer es wird dies anderweitig angegeben. Andere wiederum argumentieren, dass dies kein Bereich ist, in den sich der Staat einmischen sollte und dass eine ausdrückliche Erlaubnis erforderlich sein sollte. Oh, warte mal, jetzt geht die Debatte wieder los. Ach. Was denn? Naja, das ist die Debatte, die wir auch in der Bundesrepublik, glaube ich, letztes Jahr schon hatten. Ja, also und da ist es dieses, da gibt es die Zustimmungsregelung und nicht das, genau. Dass man ausdrücklich Opt-out gegen Opt-in. Also im Moment ist die Rechtslage immer noch so, ich habe einen Organspendeausweis, nur so nebenbei. Und man muss diesen Organspendeausweis haben, damit man als Organspender im Falle eines Hirntods oder so überhaupt in Frage kommt. Und tatsächlich wäre es besser, wenn man tatsächlich Bedenken hat, sollte man, also ist meine Überzeugung, sollte man aktiv widersprechen, wenn man das nicht möchte. Okay. Also das ist meine Überzeugung. Und ich habe ziemlich lange im Rettungsdienst gearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat es da schon mitbekommen. Wir haben in Deutschland tatsächlich einen Mangel an Spenderorganen. Die Wartelisten sind super lang. Mhm. Also. Ich bin mir an der Stelle sehe ich es ein bisschen anders als du. Ich bin da aber auch nicht festgefahren, weil ich nicht so richtig sicher bin, ob das der richtige Weg ist. Weil Menschen sollten, finde ich, überzeugt davon sein, dass sie Organe spenden. Und ihre Familien sollten dem Ganzen dementsprechend offen gegenüber sein und so. Ja. Wäre mir wichtiger als ein gesetzlicher Zwang. Nee, aber also das Problem ist ja jeder, also ich sehe das so. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich nicht mit dem Tod und nicht mit, es könnte irgendwas Schlimmes passieren oder so, damit auseinandersetzen wollen. Und wenn wir diese Opt-in-Lösung haben, also man braucht den Organspendeausweis, alle die Leute, die sich nicht damit beschäftigen wollen, ist meine These, die sagen, nee, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Die würden, die haben vielleicht nichts dagegen, tatsächlich Organspender zu sein, aber sie wollen sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Also mit diesen finalen Gedankengängen. Mhm. Und da fände ich halt dieses Opt-out wirklich gut, dass jemand aktiv widersprechen will, wenn er aus religiöser Überzeugung oder wenn er für sich fest die Meinung gefasst hat, ich möchte, dass dieser Körper, so wie er jetzt ist, wenn er durch einen Unfall nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist, dass alles, was dort drin trägt, kein Leben rettet und auf jeden Fall in der Erde verscharrt wird. Und dieser Meinung kann man haben und da muss man dann aktiv werden. Genau, ich verstehe diese Argumentation total, die ergibt für mich total Sinn. Ja? Aber es
es gibt halt so viel Emotionalität bei diesem Thema. Ja, ja. Und ich finde, bevor man gleich in so eine Opt-in-Opt-out-Debatte reingeht, wie es auch bei uns im letzten Jahr so ein Stück weit war, gab es ja auch nur Schwarz oder Weiß, nochmal eher in die Fragestellung reinzugehen, was bedeutet denn eigentlich Tod bei uns auch in der Gesellschaft, wie gehe ich damit um, wie gehen Menschen damit um. Also dieses Thema eigentlich viel, viel präsenter zu haben, das kann man medial machen, das kann man mit irgendwelchen Kampagnen machen, da kann man sicherlich auch in Kirchen oder in religiösen Zusammenhängen darüber diskutieren, aber das tatsächlich auszudiskutieren, damit Leute sich dazu eine Meinung bilden können, damit sie aktiv überhaupt eine Entscheidung treffen können. Aber momentan, wie will man denn eine Entscheidung treffen, wenn dieses Thema gleich so aufgeladen ist? Ja, es ist ich meine, es gibt feste Überzeugungen auch schon im politischen Spektrum. Mhm, also das ist, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und ich sehe auch, dass im Chat da tatsächlich auch einige Meinungen hochkommen. Ist schön zu lesen. Mhm. Du hast recht. Ich glaube, es ist ein tiefer liegendes Problem, dass man sich gar nicht so mit dem Tod und so. Wir haben ja eine Kultur des Vermeidens, was das angeht. Oder? Genau. Also. Absolut. Und das empfinde ich auch als das größere Problem. Ja. Weil das macht ja auch so viel mit uns, mit unserer Familie, sicherlich auch mit unserer Produktivität übrigens, wenn wir mal auf dieses Spiel gucken und die Produktivität sich auswirkt. Ja, wenn ich das übersetze, das ist ja, Todesfälle in der Familie sind ganz natürlich. Na klar. Aber dann halt auch etwas, was lange braucht, beziehungsweise, nimm dir mal eine Woche frei. Und dann geht's schon wieder. Mhm. Und dann hast du einen Knick in deiner Produktivität auf Jahre, weil du Zeug nicht verarbeitet hast. Absolut. Und da kann man schon sicherlich auch mal volkswirtschaftlich drauf gucken, aber im Endeffekt ist es eine emotionale Geschichte. Und die Art. Und ich habe da zumindest Schwierigkeiten damit, wenn ich nur die Wahl zwischen A oder B habe. Ohne dass ich mich damit beschäftigen kann, ohne dass ich die Zeit habe zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und ich kann durchaus nachvollziehen, warum es auch Leute gibt, die aus religiösen Gründen oder welchen Gründen auch immer sagen, mein Körper ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und ich möchte nicht, dass das auseinandergerissen wird. Das verstehe ich auch und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und wir müssen es halt irgendwie schaffen, eine Argumentation zu finden, die diese beiden sehr emotionalen Varianten leben lässt, also miteinander und nebeneinander her machbar sein lässt. Und ich würde jetzt sagen, wo ich jetzt dich angucke, ich glaube, wir kriegen es auch nicht übers Knie gebrochen, noch 13 politisches Kapital mal eben so auszugeben. Aber ich fand es total wichtig, dass wir jetzt gerade mal diese Emotionalität, weil das ist nämlich, glaube ich, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die auf so einer emotionalen Problematik, dass über Gefühle sprechen, wenn es um Trauern geht, war jetzt das Beispiel, dass das in ganz, ganz vielen Fällen auch begründet ist, dass man an der einen oder anderen Stelle politisch bei bestimmten Dingen nicht wirklich weiterkommt. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir machen, du hast eben schon gesagt, für Steuerpolitik bist du zu müde. Ich merke auch, dass ich hier jetzt schon ein paar Stündchen gesessen habe. Zurück zur Regierung. Das hatten wir uns schon angeguckt. Auf jeden Fall fand ich hier den Kompass, den haben wir uns letztes Mal zusammen angeguckt, als wir aufgehört haben und dass wir in Richtung der Mitte gewandert sind, also hier auf der horizontalen Achse etwas in Richtung Kapitalismus, hängt ja damit zusammen, dass wir Schwierigkeiten mit unserer Wirtschaft hatten, nachdem wir
Also nicht nur wegen der CO2-Steuer, die wir eingeführt hatten, sondern auch noch wegen anderen Sachen, mussten wir, was das angeht, ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber wir sind noch auf einem guten Weg, würde ich sagen. Wir finden uns immer noch eher auf der Seite der Sozialisten. Wobei, naja, ne, also dieses, dieser Kompass, dieser, mit den verschiedenen Zugehörigkeiten ist ja nur eine grobe Einordnung. Ja, schon wirklich sehr, sehr grob. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wie das so gestaltet ist. Ich finde es vor allem auch interessant, wie es bewertet wird, was wir tun. Also, ja, ja. Wir haben ja eigentlich gar nicht viele Dinge gemacht, bei denen ich jetzt irgendwie denken würde, das wäre jetzt sozialistisch. Wir haben ein paar Wirtschaftsförderprogramme gemacht zum Schluss und ja, aber trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass das in so eine Richtung geht, weswegen mich das Ergebnis dann schlussendlich ein Stück weit überrascht hat. Ja, also wenn wir uns einfach mal angucken, was alles die Wählergruppe oder die Fraktion, ne, Fraktion nicht, also Wählergruppe oder nicht Wählergruppe, sondern den Anteil an Kapitalisten in vielen unserer WählerInnen, ne? Das hier sind ja verschiedene Aspekte, nicht also Kapitalist und religiös und zum mittleren Einkommen zählig und Autofahrer kann zusammengehen. Das heißt, es sind dann vier Aspekte einer Person. So ist das gemeint. Wenn wir uns angucken, wie dieser Kapitalismus, was da alles negativ reingeht, Kinderbetreuung, Invalidenbeihilfe, Kindergeld, das zählt alles als nicht kapitalistisch. Was ja, wenn man Existenzgründungs- und Investitionsförderprogramm. Entschuldige, dass ich einpacke. Hä? Ich finde es einfach relativ einseitig. Ich würde mal kurz einhaken wollen. Ja. Wir haben so ein paar Sachen, das stand drin, Existenzgründungs- und Investitionsförderprogramm ist super vorteilhaft, aber natürlich ist es genauso vorteilhaft für die Mitarbeitenden und für die Weiterentwicklung des Unternehmens, wenn man das wiederum kombiniert mit anderen Sachen, die wir auch gemacht haben, wie Weiterbildung und Fortbildung. Das taucht aber dennoch hier in diesem Bereich überhaupt nicht auf. Ja, ja, das stimmt. Na gut, also ich würde mal sagen, vielleicht ist diese Geschichte mit dem Kapitalist, also die innere Überzeugung, ja dann eher an die, sagen wir mal, Reinform angelehnt. Also an totalen Überleben des Stärkeren und so weiter und so fort. Schulessen, Arbeitsrechte, fragt Horsti. Ja, stimmt. Schulessen, wo mhm. Genau, Arbeitsrechte beeinflusst das negativ. Na klar. Finde ich machen wir mal weiter. Also wir waren, wir gucken mal gerade, was wir hier in der, das ist die Meinungsumfrage, wo wir waren. Ich finde das immer schön, weil hier unten wird angezeigt, was wir gemacht haben. Wir haben Green Electronics Initiative zuletzt gemacht, Subventionen für emissionsreduzierende Kraftstoffe, Emissionsbegrenzung der Kfz. Ach ja, genau, das sind unsere Dilemma, die Fragezeichen. Fracking haben wir abgelehnt, Informationsfreiheit haben wir zugestimmt, City Farms, Straßenbenutzungsgebühren haben wir eingeführt und wir haben hohe Produktivität bekommen. Asthma-Epidemie wurde beendet, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall wollten wir ein bisschen Steuern anfassen, weil wir kaum mehr in unserem, oben bei den Ideen, mehr Möglichkeiten haben, noch mehr Gesetze einzuführen, sondern wir wollten mal so ein bisschen daran in die Steuergesetzgebung reingucken. War so, was sie noch im Hinterkopf hatte, ne? Wir haben das letzte Mal festgestellt, ja, wir brauchen Geld und wir sind zu müde fürs Reden über Steuern. Ja. Ich bin echt gespannt, wie gut wir das heute hinbekommen. Denn ich bin, weil das ist echt nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht oder bei den Menschen bei uns im Chat, weil das ist wirklich nicht meine riesengroße Stärke. Ich bin sehr gespannt, was wir da anstellen. Ja, also für so eine Abschätzung würde ich erstmal hier, nicht hier in diese Tabellen reingucken, sondern in das Geld. Und hier haben wir Ausgaben und Einnahmen. Und da haben wir, also weiß nicht, wo wir gucken wollen. Also
Einkommensteuer haben wir schon reduziert ein Stück weit. Umsatzsteuer hatten wir, glaube ich, auch reduziert. Und wir haben die Kohlenstoffsteuer neu eingeführt. Wir könnten halt jetzt überlegen, ob wir die tatsächlich erhöhen. Körperschaftssteuer haben wir auch ein bisschen runtergenommen. Ja. Straßenbenutzungsgebühren haben wir eingeführt. Oh ja, und Punitive Tax, also bestrafende Steuern auf Superstores, haben wir auch eingeführt, um die lokalen Geschäfte und so ein wenig zu fördern. Und naja, Junkfood-Steuer bringt kaum was ein, Steuer auf Plastiktüten auch nicht, aber immerhin ist es eine kleine Einnahme. Ja, und die Mautstraßen auch so gut wie gar nichts. Interessant. Hättest du nicht gesetzt? Nee, ich glaube, die Kosten, um die Mautstraßen zu betreiben, sind so hoch, dass es fast aufgefressen wird. Aber wir können mal gucken. Ich glaube, das hier war Mautstraßen, ne? Ja, genau. Ach, nee. Nee, das generiert einfach sehr wenig Einnahmen. Guck mal in die Einnahmenhistorik. Die ist nach unten gegangen, weil unsere Fahrzeugnutzung nach unten gegangen ist. Was ja der Sinn der Sache war, deswegen haben wir es ja gemacht. Ja. Ganz genau. Ja, also wir sind so noch halb in der Runde. Wir hatten noch 13 Punkte über. Da stehen wir jetzt noch. Wir können mal bei CO2-Steuer gucken, wie. Also wir könnten tatsächlich beides noch machen. Anheben und senken ist relativ günstig. Spannend. Könnten wir auch noch, also diese Option steht auch noch auf dem Zettel. Wir könnten auch noch mal kurz bei unseren Ausgaben schauen, ob es da irgendwas gibt, wo wir doppelt finanzieren oder wo sich das irgendwie vielleicht aufgeht. Ja, Ausgaben. Staatliche Grundrente ist unser höchster Ausgabenposten, dann das staatliche Gesundheitssystem. Und dicht gefolgt von den staatlichen Schulen. Dann Climate Change Adaption Fund, den haben wir eingeführt, nachdem wir die CO2-Steuer haben, ist unser viertgrößter Posten tatsächlich. 7%, krass. Dann staatliches Wohnungswesen, Militäraufwand, Bahnermäßigung, wirtschaftliche Förderung, Kindergeld, Straßenbau, Kinderbetreuung. Straßenbenutzungsgebühren, Arbeitslosenunterstützung, Polizeiapparat, Universitätsstipendien, Agrarsubventionen, Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen, technische Beihilfen, Electric Car Initiative, Geheimdienst, Zuschüsse zur Robotikforschung, Steuervergünstigung für ausländische Investoren, Existenzgründungs- und Investitionsbeihilfe, nehme ich mal an. Ach, zeige ich da nicht an. Auslandshilfe. Naja, es ist. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, wir könnten bei den Ausgaben, wir haben den Geheimdienst hochgesetzt, weil wir organisierte Kriminalität hatten. Ja. Da würde ich mal gucken. Polizeiapparat vielleicht auch, aber auf jeden Fall Geheimdienst wäre so eine Sache. Und Militäraufwand könnten wir mal reinschauen. Achso, wir haben immer noch organisierte Kriminalität. Wir sind jetzt quasi raus. Das heißt, den Geheimdienst sollten wir in der nächsten Runde erst anfassen. Genau, eine Sache wollte ich jetzt noch machen. Wir hatten ja noch ein paar Problemchen, nämlich hier die Gewalt gegen Roboter. Da haben wir noch nicht wirklich einen Hebel gefunden. Tatsächlich. Da haben wir jetzt nicht wirklich eine Delle reinmachen können. Wir haben immer noch den Unternehmensexodus, aber der fällt langsam, aber stetig. Langsam nach unten. Und wir haben Water Shortage, haben wir fast ausgehebelt. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen gestiegen, aber wir müssen weiter was für die Umwelt tun. Das sind im Moment auch noch unsere Probleme. Also Water Shortage im Speziellen, naja, okay. 670 Millionen ist auch nicht gerade wenig, was uns das kostet. Tja. So klassischerweise, wenn man nicht so richtig weiß, was man küssen kann und soll,
müsste man jetzt auch wahrscheinlich Kultur- und Sozialprogramme geben. Okay, wir gucken mal, was wir noch über haben, oder? An Ideen. Was ich nicht vorhabe, ich wollte das nur mal ketzerisch in den Raum werfen. Okay, ja. Ist das so? Tatsächlich? Also, würdest du das sagen? Naja, das sind halt häufig Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge. Also gerade wenn wir über Theater reden, wenn wir über Bibliotheken reden. Aha. Und gerade kleinere Kommunen müssen sich das halt auch erstmal leisten können. Ja. Und so wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum haben die dann auch nicht. Und wenn du nicht viel Gestaltungsspielraum hast, musst du irgendwie gucken, wo kannst du dein Geld bündeln. Und dann kann durchaus auch mal die Frage kommen, ob das Freibad in dem Jahr geschlossen bleibt, damit die Bibliothek erhalten werden kann. Das ist halt die Realität von einigen Kommunen im ländlichen Raum. Und sicherlich auch zunehmend von unseren Gebietskörperschaften an Kreisen. Und das wird wahrscheinlich mit den Auswirkungen der Pandemie jetzt sich auch nicht wahnsinnig messen. Ja. Nochmal kurz zur Tag. Ja. Finde ich sehr schön. Das ist auch so ein Aspekt, über den ich bisher noch nicht so richtig nachgedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man, also, dass wenn man es so hart vereinfacht, wie du es gerade gemacht hast, dass man auf kommunaler Ebene eventuell Freibad gegen Bibliothek ziehen muss wegen Kosten, ja, habe ich bisher noch nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, es ist krass irgendwie. Und der Bund darf Kommunen nicht direkt finanzieren. Also es muss immer den Umweg über die Länder machen. Also letzte Woche zum Beispiel haben wir so ein Bibliotheksprogramm verabschiedet, wo ich noch gesagt habe, auch die Kommunen finden das super lustig oder würden sich total freuen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja gar nicht geht, als ich noch so ein Stück weit drüber nachgedacht habe. Also man müsste dann wieder einen Umweg finden, Sonderprogramme, Einzelprogramme, damit es ankommt. Einfach weil es immer den Weg über die Länder gehen muss. Das hat super viele Vorteile, ja. Weil das Geld einfach auch strategisch gebündelt werden kann auf Landesebene und auch dort sich nochmal politische Entscheiderinnen und Interessensvertreterinnen einfach nochmal drauf, also nochmal das zusammensetzen können und schauen können, wie setzen wir das am besten ein. Mhm. Aber es hat halt eben auch Nachteil. Und ja. Wir haben das große Glück, dass wir das hier einfach machen. Ja, genau. Einfach machen. Da wir jetzt noch 13 über haben, ich meine, ich habe das letztes Mal am Ende des Streams auch versucht. Meine Idee wäre jetzt gewesen, wir gucken nochmal bei den neuen Ideen, weil wir haben jetzt hier noch so ein bisschen, wir sind kurz davor, die Water Shortage abzuschaffen. Das heißt, ich glaube, wir müssen der Umwelt nur noch ein kleines Müh Gutes tun. Deswegen hätte ich gedacht, wir gucken nochmal bei Transport, ob es noch was gibt, um Fahrzeugnutzung oder grünere Transportmöglichkeiten zu präferieren. Das finde ich super. Das freut mich. Was haben wir? Wir haben noch drei Sachen. Subventionen für Biokraftstoffe könnten wir machen. Mit Biokraftstoffen für die aus Mais gewonnenes Ethanol mit petrochemischen Kraftstoffen vermischt wird, kann die Nachfrage nach Erdöl reduziert werden. Biokraftstoffe sind bei Umweltschützern ganz allgemein beliebt, aber die Bauern verdienen, wenn sie Mais für Biokraftstoffe anbauen. Biokraftstoffe mit einem höheren Ethanolgehalt können über Steuererleichterungen subventioniert werden. Damit schieben wir wahrscheinlich ein bisschen die Fahrzeugnutzung an, aber das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Ich will nur an der Stelle schon mal einhaken wollen, dass unsere Nahrungsmittelpreise jetzt schon so hoch sind. Und stimmt. Wir gerade massiv subventionieren, damit unsere Nahrungsmittelpreise runtergehen. Das heißt, wenn wir jetzt noch Biokraftstoffe subventionieren und möglicherweise dafür der einzelne Bauer vor Ort mehr bekommt, könnte es sein, dass wir weniger Nahrungsmittel haben, dafür aber mehr Biokraftstoffe. Ja, du hast recht. Stimmt. Der Lebensmittelpreis war eins unserer Probleme. Und wir wollten trotzdem nicht im Ausland irgendwelche Flächen kaufen, damit die Leute dort für uns Lebensmittel produzieren. Ja. Ja, wir waren schon in einer schwierigen Situation. Die kostenlose Fahrausweise würde ich mir gerne nochmal angucken. Das ist vielleicht auch für die etwas einkommensschwächeren. Ist halt nur ist diese Geschichte nur für Seniorenalter. Ja. Oh Mann.
Das ist die Frage, wie sehr mögen wir unsere Senioren? Gut, hier steht im Text dabei, herkömmlicherweise werden Bürgerinnen und Bürger im Seniorenalter kostenlose oder ermäßigte Fahrausweise gewährt. Das kann teuer sein, aber ist eine gute Methode zur Reduzierung der Kfz-Nutzung und somit zu einer Reduzierung von Umweltverschmutzung und Staus. Die Gegner beklagen es als eine Verzerrung des Marktes. Wir haben im Moment noch 4 Milliarden Überschuss. Das könnte der Stupp sein, der die Umwelt insofern bessert, dass wir vielleicht aus der Wasserkrise rauskommen. Weil wir haben jetzt schon festgestellt bei dem einen oder anderen, dass, obwohl hier Senioren dabei steht, ich weiß nicht, ob kostenlose Fahrausweise wirklich massiv den Verkehr senken würden. Aber es klingt so, als ob wir vielleicht hier in das, ach, ist nur für Senioren, also lassen wir es, dass wir da ein bisschen zu viel hineinprojiziert haben. Also mir fällt es auch schwer, das einzuschätzen. Auf der einen Seite, wenn ich sehe, wie viel Geld wir für das Rentensystem ausgeben, muss ich davon ausgehen, dass wir relativ viele Senioren haben. Ja. Das heißt, wenn davon auch nur ein Teil nicht mehr selber mit dem Auto fährt, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, hätten wir definitiv, also könnte ich mir zumindest vorstellen, diese notwendige Einsparung erreicht. Ich weiß nur nicht, ob es das wirklich bringt, um diesen letzten Kick im Bereich Umwelt zu kriegen. Nicht, dass wir jetzt sehen, dass es unglaublich teuer wird, bevor es was bringt. Ja, aber der mögliche Kosten, das Maximum von 2,8 Milliarden, lässt mich jetzt noch nicht ins Schwitzen kommen, wenn wir da irgendwie in der Mitte uns ansiedeln. Das stimmt, aber wenn ich ab und zu geht die Weltwirtschaft auch nach unten oder so. Ja, okay. Also ich würde halt nicht ganz so Spitz auf Knopf zumindest planen. Wir sind abhängig von den anderen in so einer Weltwirtschaft. Ja, das stimmt. Wir können ja einfach mal gucken, was uns das bringt. Also an Kosten und an möglichen Effekten. Ja, wenn ich jetzt implementieren kriege und wir nehmen es zurück, das wäre halt schlecht, aber wir können es zur Not halt auf den niedrigsten Wert setzen. Das finde ich gut. Okay. Also pensioniert, stimmt zu, Busnutzung steigt, niedrige Einkommen. Sehr gut. Und pensioniert, die Einkommen steigen. Ja, wir haben leider, also okay, die Busnutzung steigt, aber anscheinend geht Verkehr nicht direkt runter. Das ist ein bisschen schade. Ich auch. Und die niedrigen Einkommen werden so ein bisschen, wir wollten auch eigentlich auf die mittleren Einkommen noch mal so ein Stück gucken. Ja, also ich würde vielleicht auf 1,1 gehen, auf 1,1 Milliarden. Ja. Das wäre sowas, was wir uns im weiteren Verlauf auch nochmal angucken können, ob es das echt gebracht hat. Ob das nochmal was ist, was wir auch wieder rauskriegen können. Ja, ich glaube im Verkehrssektor hier oben, also dann nehmen wir das erstmal. Ich glaube im Verkehrssektor gibt es hier auch noch mehrere Sachen, wo wir an den Reglern spielen können. So, jetzt haben wir erstmal null Kapital mehr. Dann würde ich sagen, nächste Runde. Überschuss 4 im Moment. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!